sehr gefreut hat, zum anderen aber auch viel Angst gemacht hat. Denn letztes Jahr gab es viel Lob und wenn man es zum zweiten Mal machen muss, muss man das natürlich übertreffen, was man im Vorjahr gemacht hat. Und ganz Schlüssel dazu ist unter anderem auch diese Installation RoboJob, die der Uli gerade eingeführt hat, wo wir eigentlich Industrie 4.0 ist ein Thema, wo man eigentlich am besten das Ganze baut, anstatt nur drüber zu sprechen. Vergangenes Jahr haben wir riesige Visualisierungen zum Thema Big Data gemacht. Das war ein Thema, das konnte man grafisch so gut aufarbeiten und was zeigen, was eigentlich physisch gar nicht präsent ist. Aber Industry 4.0 existiert ja bereits und wir leben schon im Zeitalter des Internet der Dinge. Und deswegen haben wir gesagt, wieso bauen wir es nicht einfach? Und so entstand dann eben dieses Projekt, das wir jetzt über die letzten Monate entwickelt haben. Und Sie werden das gleich sehen. Sie können mit einer kleinen Anwendung, mit einer kleinen browserbasierten App, können Sie diese Roboter steuern von überall in der Welt, von jedem beliebigen Endgerät, Tablet, Telefon, Laptop, whatever. Die Roboter, dann wird das Roboterprogramm auf Ihrem Endgerät erzeugt und geschrieben. Das wird an die Roboter geschickt, hier in der Halle 16 bei Code N. Und die Roboter schneiden dann ihren Entwurf aus einem 40x40x40 cm großen Schaumklotz. Und den schicken wir dann zu einem Überfluss auch noch dem jeweiligen User, der den entworfen hat, egal wo er ist auf der Welt. Und im Moment werden schon Entwürfe aus Mosambik, aus Ghana, aus Kolumbien, aus der ganzen Welt geschnitten. Und ja, das sollten wir uns alle gleich gemeinsam anschauen. Und ich übergebe dann an den Herrn von Sass, der hat nämlich auch noch was zu sagen.